Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Be Happy. Ja, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal hier online war. Entsprechend sind hier die Weizensachen ausgewachsen. Ich mache die direkt zu Seeds, weil wir die ja jetzt aktuell hier durch den Squeezer jagen, um Seed Oil daraus zu machen. Davon werden wir nämlich leider einiges brauchen. Gut, Bienen. Hier müsste irgendwo die Ferris Nugget Biene fertig sehr deutlich fortgeschritten sein. Einmal damit hier hinten dran. Für die Ferris Nuggets müssen wir noch was machen. Dann brauchen wir hier hinten auf jeden Fall noch einen Tisch zum Bauen. Das machen wir nicht jetzt. Eine Kiste. Und oben, unten und fertig ist der Oak Drawer für die Ferris Nuggets. Sehr schön. Die Tropical schätze ich immer noch, dass sie keine Blumen hat. Die Sinister beschwert sich auch, dass sie keine Blumen hat, weil wir sie noch nicht hier hinten einmal durchgejagt haben. Dasselbe werden wir jetzt auch mit der Tropical machen. Einfach damit wir hier nicht irgendwelche wilden Blumen brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das eventuell sogar später mit allen Bienen mache, weil ich dann einfach unter jedem Beehive, bzw. unter jedem unter jeder Industrial Apiary einfach ein entsprechendes Upgrade hinstelle. Ich habe wieder total dämlich. Ich bin so doof. Wir brauchen Silky Propolis. Das gibt es aus Silky Comp und das wird hergestellt von Malicious, Infectious. Waren da nicht auch die Tropical bei. Deswegen habe ich die Tropical damals angesetzt. Ich hoffe, ich komme jetzt an die Tropical ran. Um die hier in. Ist das hier denn mit dem Jungle? Ja. Da rein zu tun. Sehr schön. Weil auch die Tropical machen Schaden. Entsprechend lassen wir die jetzt einmal ein bisschen laufen. Kann ich aus den Kakaobohnen irgendwas im Squeezer herstellen, was mir hilft? Thermionic Fabricator gibt Brownstained Glass. Ja. Nein, nichts. Schade. Dann räumen wir die mal. Die haben wir gar nicht hier drin. Ich habe die nicht hier drin. Sand ist da eher unangebracht, meiner Meinung nach. Entsprechend kommt der erstmal hier hinten rein. Sehr schön. Gut. Ja, bisschen Brot. Wir waren uns am Vorbereiten, in den Nether zu gehen. Ich erinnere mich. Okay. Ich sehe gerade, dass mein Prozessor nicht so hochtaktet, wie er sollte. Aber das macht ja erstmal nichts. Eigentlich sollte er bei 3,9 GHz stehen. Er steht aber nur bei 3,7. Beziehungsweise 3,74. Ich bin zu nah dran. Falsche Richtung. Und immer schönes Weizen immer wieder abernten, wenn es denn fertig ist. Die Gießkanne habe ich natürlich nicht dabei. Die müsste ich doch hier in irgendeiner der Kisten. Da. Nicht wegwerfen. Hier ein bisschen gießen. Da kommen wir hier auch voran mit dem Seed Oil. Theoretisch kann ich die
Frosty Farm auf so umstellen, dass der auch mit den Seeds von Agricraft zurande kommt und auch mit den Cropsticks. Das ist jetzt scheiße. Ich brauche Cropsticks. Die habe ich hoffentlich vorne in der Goldkiste. Ja. Dann lassen wir die hier mal alle auswachsen. Sind sie? Hoffen wir, dass wir hier direkt Seeds kriegen. Sehr schön. Irgendwie hatten wir es nämlich verkackt und hatten hier ein Seed verloren. 111, 10, 10, 10. Das ist der 10, 10, 10er Seed, den wir dann hier wieder hinsetzen. Der 111er Seed kommt natürlich genauso wie der Rest. Nein, in den, wie heißt denn der? In den Squeezer rein. Das ist der hier, zack und zack. Und wir müssen wieder mal was essen. Ich mag die Bienen nicht so gerne, die Schaden machen. Sobald wir aber entsprechende die Apiaries-Sachen hier uns herstellen können. Was wir können, wenn wir das Silky Propolis durchjagen, kriegen wir nämlich Silkwisp raus. Und mit Silkwisp können wir im Carpenter und Wasser Woven Silk herstellen und daraus macht man die Apiary-Kleidung und verschiedene Backpacks. Interessant. Können wir uns dann nachher ein paar Backpacks herstellen? 7 haben wir schon. Einmal durch die Zentrifuge, um das Propolis rauszubekommen. Und dann schauen wir nachher mal weiter. Neben mir wird immer wieder gelacht, weil eine andere Serie geguckt wird. Immer wieder mal ein klein wenig irritierend. So, das haben wir auch hier drin. Da. Honey Drop. Ah, ich musste schon sagen, die Idee mit dem Texture Pack reinmachen war eine sehr gute, weil wenn ihr nachher hier oben mal guckt, da steht ja die FPS. Ich habe dadurch jetzt nicht schlechtere gekriegt. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil das Spiel dadurch deutlich besser aussieht. Aus den 5 Stück haben wir jetzt 2 Silkwisp gekriegt. Scheiße. Bedeutet, wir müssen noch einiges mehr machen. Aber erstmal schieben wir uns ein Brot rein. So. Dann Industrial Factory benötigt Molten Comb und Simmering Comb. Müssten wir hier drin ein bisschen was haben. Hier brauchen wir 32 und hier brauchen wir auch 32. Also müssen wir die Control Upgrade Quest hier nochmal machen. Zwei Climate Control Module. Control Module. Wie ich das richtig sehe, ist das ein Bronze-Gear und eine Bronze außenrum und zwei Redstone in der Mitte. Bronze können wir herstellen mit Copper. Immer 3 Copper pro Bronze. Wir brauchen das Forestry, genau. Wir kriegen 4 Bronze-Ingots raus. Wir brauchen es alleine für die Gears. Brauchen wir 8 und das sind 12, sind 20. Heißt, wir bräuchten 5 mal Kupfer, also 15. So viel haben wir nicht mehr. Jetzt schon. Und Tin nehmen wir auch direkt von hier mit. Einmal Kupfer.
reicht nicht. Hahaha. Ich brauche nochmal 8 Copper Nuggets. Jetzt reicht's. Oh, ich brauche nicht 20, egal. Und Tin. So. Dann stellen wir das Bronze mal eben her. Bitte das Forestry. Nein, ich denke, das ist Constructor oder was anderes. Ich brauche das Forestry. So, dann brauchen wir noch 2 Eisen. Da wären noch 2 Bronze gewesen. 2 Eisen habe ich auch. Ich habe das Redstone noch hinten liegen lassen. Ich bin immer perfekt vorbereitet auf die Sachen, die ich herstellen möchte. So, und 1 nur. Ah, clever. Wir haben das Redstone vergessen. Manual Submit, Claim Reward. Können wir nämlich direkt noch eine Hell Emulation Upgrade hier irgendwo reindrücken. So, wir haben noch Tin. Den könnten wir noch hier reintun. Da war vorher Copper drin. Bronze könnten wir auch noch irgendwo reinpacken, wenn wir den Platz hätten. Und ja. Das ist ein Oak Trim. Oakwood Planks. Hier wäre ein Crafting Table. Jetzt haben wir eine Crafting Station. Flint and Steel haben wir hier auch noch. Crafting Station mache ich mal. Hier in den Boden. Und mit dem Flint and Steel mache ich mal den Nether an. Ist jetzt noch nicht generiert, das ist auch nicht schlimm. Denn noch nicht generiert ist gut. Die laufen noch. Und die ist nicht dunkel genug. Gut. Gut. Schnell was futtern, um Leben zu regenerieren. Bin ich gerade gestorben. Mit nix. So, da haben wir alles wieder. Das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Zwei, drei, vier, fünf, neun, acht, sieben. Die Musik ist bei mir auf dem Kopfhörer zu laut. So. Hier sammeln wir da ab. Das sind jedes Mal 32, ey. So, gehen wir einmal eben hier auf die Map Waypoints Remove. Sehr schön. Gut. News Extruders aus. Wir noch Simmelkomp, Infernal, Infernal. So, hier hätten wir ein Automation Upgrade, ein Hell Emulation. Und Infernal, Infernal könnte ich da reinpacken. Ich könnte auch zwei Triples da reinpacken. Das kann ich mal so doof wäre. Tropical.
Da ist die Princess. Da ist keine Drohne. Hier auch nicht. Das ist doof. Einmal durch den Pulverizer. Kannst du direkt nach rechts rausgeben. Du kannst links annehmen. Das Invert nehme ich raus. Also mir fehlt noch eine Tropical. Okay. Ich kann trotzdem die Infernal Princess mit der Drohne hier reinpacken. Hier bereite ich schon mal vor mit Jungle Emulation, Earth's Production. Production da. Okay. Also es dauert jetzt einen Moment, weil wir nicht genug Material zusammenkriegen. Okay. Gut. Bevor ich die nächste Folge aufnehme, werde ich dann wahrscheinlich etwas Zeit vergehen lassen. Habe ich Automation Upgrades da drin? Ich von Horst. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. Den Bierleiter hätte ich gerne wieder hier. Habe ich irgendwo noch normale Kisten noch rumfliegen sonst? Hast du Casing? Nein. Cauldron? Nein. Das Dual Apiary Storage Upgrades. Iron Chest, da. Kommt hier rein. So. Automation? Nein. Automation. Das wird jetzt etwas komplexer, weil ich die Automation Upgrades da auch hätte. Gut. Die Automation Upgrades sind jetzt raus. Ich baue den Grabstein ab. Und sammle die ein. Okay. So. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt gerade aktuell machen soll. Wenn ich darauf warte, dass die Sachen hier fertig werden. Entsprechend würde ich vorschlagen, ist es heute mal eine kürzere Folge. Ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Schreibt mir alles Mögliche in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir einen Daumen nach unten da. Wenn ihr einen Daumen nach unten da lasst, wäre es nett, wenn ihr mir reinschreiben würdet, warum es euch denn nicht gefallen hat. Und dann könnt ihr gerne immer noch ein Abo da lassen. Rastos ist raus. Tschö!